Jetzt sind sie schon die Ersten in der Tabelle. Kribbelige Vorfreude auf den Sprung dank des knappen 1:0 gegen Nürnberg. Ja, und nun, das erklärt uns gleich unser Sportchef. Vorher genießen wir die Stimmung in Köpenick. Union feiert den Sieg. Durch den entscheidenden Treffer von Hosina stehen die Eisernen seit gestern an der Spitze der Tabelle. Der mögliche Aufstieg rückt immer näher. Fluch oder Segen, was sagen die Köpenicker? Ich freue mich total. Ja, total, finde ich super. Dann drückt den Daumen, also dass das halt weitergeht. Ich war gestern mit dabei gewesen, Bombenstimmung, und ich freue mich schon auf den Aufstieg, den hoffentlichen Aufstieg. Gegen Hertha ist natürlich wieder eine Herausforderung mal oder ein Spaß, Gaudi. Aber okay, vielleicht sind sie noch nicht so weit, aber wenn sie noch ein bisschen üben, wird es mal irgendwann. Meine Angst ist, wenn Union aufsteigt, dass wir die Infrastruktur hier in Köpenick rund ums Stadion, ist ja schon Chaos und Land unter. Und wenn sie dann Bundesliga spielen und wir noch ein paar Plätze mehr im Stadion brauchen, weiß ich nicht, wie das alles funktionieren soll. Das ist eigentlich die Sorge hier in Köpenick. Wir warten erstmal noch ab, bis es wirklich so weit fest ist, dass es klappt. Aber wenn es dann soweit ist, dann klar, freuen wir uns. Logisch. Vielleicht schaffen sie das noch, dass sie mal in die Ersten kommen. Vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr oder sonst irgendwann. Schön wert. Alles Gute für Union wünsche ich. Tschüss. Ja, die Freude ist riesig, aber ein paar Fragen bleiben. Und deswegen ist Dirk Walzdorf bei mir, der Chef unserer Sportredaktion. Dirk, wie schätzt du das denn ein? Weil es geht ja doch noch gegen ein paar ganz gute Konkurrenten, gerade die auch oben so mitspielen, jetzt auch noch auswärts in den nächsten Wochenenden. Was meinst du? Ja, das ist natürlich nicht leicht, was Union da vor sich hat. Aber gut, 6 Siege hintereinander ist ja auch nicht leicht. Und wenn wir jetzt mal ganz sportlich nüchtern auf die Auswärtstabelle gucken, in der ist Union immerhin Zweiter, also auch richtig gut in der zweiten Liga unterwegs, spricht alles dafür, dass die auch in Hannover, in Braunschweig und in Stuttgart punkten können. Und wenn sie das tun, Andrea, dann wird Köpenick erstklassig, glaube ich. Ja, nicht zu fassen. Wir freuen uns natürlich enorm mit Union. Die Frage ist, woher kommt auf einmal diese Leistungsexplosion? Du hast gesagt, 6 Spiele, 6 Siege. Ja, also die Anlagen waren ja schon da. Die haben erstmal ganz viel richtig gemacht, indem sie Jens Keller als Trainer installiert haben. Das war ein Mann, an dem sich die Geister so ein bisschen geschieden haben. Der hat bei Schalke, dafür kennen ihn die meisten Fans noch, einen richtig guten Punkteschnitt gehabt, aber konnte sich irgendwie nicht so gut verkaufen, kam immer sperrig rüber. Und die Unioner haben, glaube ich, gemerkt, da geht noch was und der will noch was. Der hat also sportlich viel bewegt und im Winter haben sie einen richtigen Glücksgriff getan. Sebastian Polter, Stürmer, der schon vor einigen Jahren für viel Freude an der Alten Försterei gesorgt hat, der kam, sah und traf und schießt sie jetzt offenbar in die Bundesliga. Genau, der passte genau da richtig rein. Jetzt haben wir natürlich die Eisernen vor uns. Trotzdem ist ein ganz schöner Druck auf den Jungs. Ist da ein bisschen Muffensausen mit dabei oder halten sie diesem Nervendruck doch stand? Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Das war ja gestern zum ersten Mal diese Situation. Sie haben ja nach der Konkurrenz gespielt, Montagabend, wussten also, wenn sie gewinnen, dann werden sie Tabellenführer. Und sind wir ehrlich, das war jetzt nicht das beste Spiel. Auf der anderen Seite, irgendwie gewinnen, das zeichnet Champions auch aus, wenn man mal nicht den besten Abend hat, trotzdem die 3 Punkte zu holen. Trotzdem, sie müssen das jetzt von vorne spielen, das ist ganz neu und das wird nochmal eine Herausforderung an den Trainer. Im Sport redet man ja immer von der Mentalität, auf die kommt es jetzt mehr denn je an. Mhm.